Jetzt Akt Gore mit Jim Hetmes, dem allseits beliebten YouTube-Star. Ach, hör doch auf, YouTube-Star. Mal 6000 Abos hier. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Akt Gore-Folge. Ich weiß, ihr habt lange darauf gewartet, aber jetzt fangen wir endlich wieder an. Es gibt da wirklich Filme, die können gut fürs Seelenheil sein. Die schaut man sich an, friedliche Bilder, Kaninchenbabys, sowas wie die Wüste lebt oder sonst irgendwas. Und man denkt sich nur, schön ist es auf der Welt zu sein. Und ja, gibt auch tolle Heimatfilme, ne, die ganzen früheren mit Roy Black und sonst was. Aber das wollt ihr gar nicht wissen. Nein, es gibt natürlich auch Filme, die nicht gut für die Gesundheit sind, die eher gesundheitsschädlich sind. Da sollte so ein fetter Warnspruch drauf sein. Und um einen so einen Film geht es heute. Es geht heute um einen Film von Mike Ude. Und zwar geht es heute um Tuberkulose. Und Tuberkulose war tatsächlich von mir ein Wunschfilm, sogar schon ursprünglich für die zweite Staffel von Akte Gore. Ich hatte es nur nicht geschafft, ihn bis dahin aufzutreiben. Der gute Janosch hat ihn mir jetzt ausgeliehen in dieser wunderbaren Edition, die uns Mr. Mondo mal kurz näher bringen wird. Ja, hier haben wir dann die kleine Hardbox, die uns für dieses Video hier vorgelegt wurde von Tuberkulose, hier mit einem kleinen Autogramm drauf. So sieht das Ganze hier aus. Von Absurd Production rausgebracht. Von der Aufmachung her dieser kleinen Hardbox erinnert es an so etwas wie die kleinen Hardboxen von XT Video oder NSN. Hier Laufzeit 63 Minuten sowie ein paar Extras, Kurzfilm, Behind the Scenes, Slideshow. Da haben sie also schon einiges noch einmal aufgefahren. 2007 rausgebracht, der Film. Und die Disc sieht dann so aus. Auch nochmal schön bedruckt. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu dieser kleinen Veröffentlichung. Ja, von 2007, der Film Tuberkulose. Also es ist wirklich unglaublich. Ein Zeug. Eins ist ganz wichtig, weil diesen Fehler könnte man machen. Ich habe ihn nicht gemacht, weil ich war schon vorbereitet. So, und ich bereite jetzt alle diejenigen vor, die das Video jetzt hier sehen und sonst auch keine Ahnung hatten. Weil alleine das Cover hier und auch die Rückseiten hier, da könnte man meinen, meine Güte, ist das ein Splatterfest. Also Gewaltgrad, Koma, brutales Duell und solches Kaliber. Nee, überhaupt nicht. Also dürft ihr nicht drauf kommen. Dieser Film enthält beinahe kein Blut. Also auch wenn er das so suggeriert, es ist kein reiner Splatterfilm. Es gibt eigentlich im Wesentlichen nur eine Splatter-Szene, die aber ein bisschen verteilt ist. Also es ist so, wir fangen erstmal mit einem Intro, wo ich dachte, Helge Schneider wurde aktiviert für den Film, aber das war dann wohl nicht so. Es ist so, wir haben hier verschiedene Szenen, die immer wieder ablaufen, also verschiedene Gruppen an Leuten, es sind meistens zwei Stück, und die erleben etwas. So, die haben aber miteinander dann nichts zu tun. Also Gruppe A und Gruppe B treffen nie aufeinander. Wir haben hier, es fängt an mit zwei Kumpels, die sich treffen. Ja, der eine hat eine Aldi-Tüte dabei, jawohl, wirklich eine Aldi-Tüte, wo dann erstmal der gute Wodka drin ist, ja, der Gorbi. Und dann noch ein paar andere Getränke und die haben eigentlich nichts weiter damit zu tun, während des ganzen Films, als sich zuzusaufen. Und dabei zu lallen, zu plärren, zu brüllen, zu blöken, keine Ahnung was. Ich wollte eigentlich ursprünglich chronologisch den Film erzählen, aber vielleicht erzähle ich ihn wirklich gruppenweise. Vielleicht macht das mehr Sinn. Also wie gesagt, die Gruppen sind immer mal wieder zu sehen, immer mal wieder setzt sich die Szene fort. Das hat in der heutigen Zeit sozusagen so ein bisschen was, als würde man bei TikTok rumscrollen, immer wieder mal von irgendeinem, dem man schon mal gefolgt ist, wenn man da überhaupt jemanden folgen kann, ich weiß nicht, ich bin da gar nicht, dass man da, oder bei YouTube-Shorts sozusagen, dass man da immer wieder eine neue kleine Episode entdeckt. Ne? So, und die beiden, wie gesagt, die sitzen die ganze Zeit da und sind nur am Rumleihen. Der eine hat so einen Elbsegler auf, also so eine Mütze, wie sie mein Opa auch getragen hat. Überhaupt, der ganze Film wirkt so, als hätten irgendwelche jungen Leute in den Häusern und Wohnungen ihrer Großeltern einen Film drehen dürfen. Weil klar, spart Budget, ne? Dann haben sie schon mal eine Location. Weil, das war allerdings lustig, noch schlimmer als bei mir hier. Hier, das Ding ist ja nur aufgehangen. Ne? So, und dann müsst ihr euch vorstellen,
Die sitzen dann da und dann ist da so eine Uralt-Tapete, also richtig so eine Tapete wie bei ganz alten Wohnungen. Und dann sieht man richtig, wie die da nur so rangeklebt ist mit Tesa. Und da oben hört es dann auf. Wenn die Kamera zu weit nach oben geht, dann sieht man, wie da oben die Tapete aufhört. Mit Absicht natürlich, das ist der Witz dann da dran, aber ist schon genial. Wie dieser, er hat mich so ein bisschen an Knochenwald erinnert, wo man gesehen hat, dass die das Badezimmer umfunktioniert haben zu einem, ja, zu einem Operationssaal. Viel mehr passiert mit den beiden ja nicht. Irgendwann liegen sie unter dem Tisch und so weiter. War aber ganz interessant. So, dann haben wir ein zweites Pärchen. Der eine sieht aus wie Conchita Wurst in jungen Jahren. Mit einer Brille von Professor Trelawney. Ist unglaublich, diese Kombination. Und ja, der bekommt auch Besuch von jemandem, der mich so ein bisschen erinnert hat an den jungen Jeff Goldblum. Und das meine ich jetzt noch nicht einmal irgendwie schlimm. So ein bisschen wie aus Die Fliege oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, die sind auch so Drogenjunkies, ja, und Horrorfilmfans. Und der eine, der dazu kam, der hat dann ganz tolle Sachen mit dabei. So erst fängt es so harmlos an mit so Backofenreiniger, den sie sich dann so reinziehen. Das hat dann die Wirkung wie Helium. Oder später haben sie noch so WC-Ente und den Arsch dann und so weiter. Auch genial, ne, wie die das da missbrauchen und verherrlichen. Dann haben wir, das ist eigentlich das, das mit dem Blut später. Es fängt dann an, dass wir zwei Psycho-Andreas im Wald haben, die da rumgrölen. Ja, also eine wie Psycho-Andreas da so am Rumblöken und rumgrölen. Und dann kommt Germany's Next Klaus Kinski auch noch an. Und der eine hat eine Axt dabei, der andere nicht. Und ja, die treffen auch immer wieder aufeinander und beschreien sich. Und am Ende ist das eben, der eine erschlägt den anderen mit der Axt. Also erst so gegen so einen Baum, wumm, 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 und dann auch immer so mit so tolle Soundeffekte dabei noch. Kann kein Mensch ernst nehmen. Also auch wenn der Film ein bisschen brutal ist und so weiter in diesen Szenen, würde ich sagen, nie Indizierung, weil das ist so eindeutig übertrieben und so weiter. Das kann auch von Jugendlichen durchschaut werden. Ich würde sagen, der Gewaltgrad ist eigentlich bei sowas wie Staplerfahrer Klaus schlimmer. Staplerfahrer Klaus hatte wesentlich mehr und härtere Effekte als dieser Film hier. Aber hier ist es eben, es ist dann am Ende ein Mord. Das ist halt gewaltsamer als wie ein Unfall mit einem Gabelstapler. Ne? Und ja, wie gesagt, am Ende hat er ihn dann da so mit der Axt und versucht ihn da so ein paar Gedärme rauszuholen. Das ist das Einzige, was wirklich in den letzten Minuten so wirklich an Gewalt vorkommt. Es gibt noch eine weitere Sache, aber da komme ich gleich noch zu. Aber wie gesagt, im Wesentlichen ist es das. So, im Wesentlichen. So, dann ist es so, was haben wir jetzt hier noch? Ja, dann, also, ich glaube ja, ich habe eine Vermutung. Ich glaube ja, ursprünglich wollten die nur das mit diesen beiden Typis drehen, die da in den Sesseln gesessen haben und diesen Wodka trinken sollten. Und dann gab es aber einen schlimmen Fehler beim Filmdreh. Und dieser schlimme Fehler war, sie haben nicht gemerkt oder sie haben vergessen, den Wodka in der Flasche durch Wasser auszutauschen, sind dann tatsächlich besoffen worden und dann sind erst die Ideen für den ganzen Rest gekommen. Weil das kann man sich sonst nicht schönreden. Ja, der eine Typ als Oma verkleidet, mit so einer Badekappe, also ich wüsste keinen Menschen auf der Welt, den ich diese Badekappe freiwillig oder ohne Mitleid geben sollte. Da gibt es keinen. Kein Obdachloser, kein Kriegsfürst oder sonst irgendein Leprakranker würde diese Badekappe haben wollen. Und da ist es halt so, diese Omi ist halt so lebensfroh, immer nur, ah, alles schön und ah, wie schön ist doch das Leben. Und ihr Mann ist so einer, oh, der wird so aggro davon. Und hat halt nichts Besseres zu tun, als seine Frau zu beleidigen und zu schlagen. Und irgendwann schleppt er sie in den Garten und schlägt sie weiter und trommelt auf die ein, ganz merkwürdig. Also da muss man selber schon einiges getrunken haben, um darüber lachen zu können, ne? Ganz klar. Dann haben wir einen Nerd, der da so ein Porno schaut. Ja, auch nochmal Jugendgefährdung wegen Porno oder was. Ne? Also wirklich so ein richtig geil gemacht, also mit dieser dicken Brille und richtig so auf Nerd gemacht. Und dann, das ist auch das Tolle, wegen Stichwort Oma-Wohnung und so weiter, obwohl selbst von meinen Großeltern kenne ich sowas nicht mehr. Die Dinger, das ist so alt, das sind nicht nur Röhrenfernseher, die da teilweise benutzt werden. Obwohl eins war auch genial, da war so eine Essecke, hatten meine Eltern früher auch einmal, nachdem sie ihr Haus gekauft hatten, das war halt vorher schon drin, das war ein Haus aus den 70ern, da war so praktisch eine Sitzecke
in der Küche. Und in der Ecke war hinten so eine Art Brett. Und auf diesem Brett in dem Film stand noch einmal ein Fernseher. Aber ein Fernseher wirklich mit einem Briefmarkenbildschirm. Also wirklich nur so, gleich so ein Viertel von meinem Plakat hier. So klein. So, und das andere, worauf hinaus soll dieser Nerd, der muss noch einen Schrank öffnen, damit da dann der Fernseher drin ist. Genial. Interessant ist, dass dieser Porno dann im Fernsehen gelaufen sein soll. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil man sieht wirklich viel und das würde im Fernsehen eigentlich nicht laufen. Und ja, der läuft dann auch ständig irgendwo rum, keine Ahnung. Also wie gesagt, es wechselt sich ja ständig ab. Dann ist es so, etwas später, wir haben da noch einen, der irgendwie sich bei Burger King Sachen bestellt und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, es waren mir irgendwann zu viele Leute. Also irgendwann war es dann zu viel. Wenn man im zweiten, dritten Akt eines Films von der Laufzeit her immer noch neue Charaktere einfügt, das ist nicht gut fürs Publikum. Also man sollte am Anfang jeden einmal gezeigt haben, um den es geht und dann weiß man Bescheid und dann das fortsetzen. Aber nicht irgendwann noch neue Leute wieder reinholen. So, und hier ist es so gewesen, später haben wir hier nämlich dann noch eine, also erst fing es an mit einem Typen, den fand ich genial, das war ja auch Sympathieträger des Films, das war praktisch so ein nicht zurückgebliebener, wie soll ich das sagen, also das war auch so ein richtiger Horrorfilm-Fan und Ballerspiel-Fan. Ich glaube, so stellt sich die Bundesprüfstelle die Jugendlichen vor, wenn die einmal ein indiziertes Medium gesehen haben. Also nicht nur, dass er da ein Regal hatte mit allen damals beschlagnahmten Filmen wahrscheinlich, sondern auch hat er irgendwas gezockt. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein indiziertes KZ-Spiel war oder was es für ein Spiel war. Auf jeden Fall Bildschirm, auf Diskette, wo man auch Leute erschießen musste. Ich kann es nicht genau sagen. Und immer nur so, ja, alle müssen sterben, ich bin der Größte. Und dann malt er sich so eine 666 später auf die Stirn, noch so ein Bärtchen hier und noch irgendwas und geht dann los. So, und da ist dann später so, das führt letztendlich zur zweiten Splatter-Szene, die wir in dem Film haben. Es ist nämlich so, seine Familie, die eigentlich jünger aussieht als er selber, da ist dann so, das ist, also das hat mich wirklich an RTL 2 erinnert. An RTL 2 ASI-TV und da bin ich der Meinung, da ist dieser Film eigentlich seiner Zeit voraus gewesen. Also erstmal haben wir da den Erzeuger, der schon in einem verkotzten T-Shirt dann dort sitzt und der also nichts weiter zu tun hat, als den ganzen Tag Bier zu trinken, wenn er keinen anderen Alk hat, seine Frau rumzuschubsen, die eigentlich der Blickfang des Films war, aber das gibt es ja im realen Leben oft so, dass irgendwie solche asozialen Kerle irgendwie relativ hübsche Frauen haben, wie auch immer das zusammenpasst immer. Und die gibt sich halt anscheinend sehr viel Mühe mit ihm. Er trägt ihr Leben aber auch nur mit Puffbrause, also mit Spumante oder was das war, was sie da getrunken hat. Versucht dann irgendwie eine Erbsensuppe auf den Tisch zu bringen, aber irgendwie schmeckt das den beiden auch irgendwie nicht. Und tja, der Sohn dreht dann irgendwann, wie gesagt, ständig durch zum Ende des Films. Und da kommt es dann eben im Keller zu so einem satanischen Ritual, wo er irgendwie eine Baby-Born-Puppe opfern möchte. Und dann kommt eben die Mutter da runter und wird von ihm mit einem Beil erschlagen, blutig. Das ist das zweite Splatter-Element in dem Film. Und diese Erschlagungsszene hat mich aber vom Prinzip her, von der Inszenierung her, an Night of the Living Dead erinnert. Wie dort unten im Keller auch die Mutter von dem Mädchen erschlagen wird. Ob das nun wirklich ein gewolltes Zitat war, weiß ich nicht. Ich könnte es mir aber sehr gut vorstellen, da wir schon andere Filmzitate hatten und ja auch die Ehrung mit den ganzen 131ern und so weiter, die da ja bei dem im Regal standen. Ja, das war eigentlich soweit die Handlung. Also wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, muss aufpassen, dass ich hier nicht aus dem Bild rauslaufe, obwohl kann eigentlich nichts passieren, weil wenn ich hier aus dem Bild rauslaufe, komme ich sofort hier einfach wieder rein, ne? Das ist also gar kein Problem. Also wie gesagt, es sind zu viele Leute drin. Also dieser Typ, der da im Auto rumgurkt, den hätte es nicht mehr gebraucht, der war zu viel. Letztendlich war auch dieser alleinige Nerd zu viel, weil eins hat man schon gemerkt, zwei habe ich sogar noch vergessen, Mensch, seht ihr, es sind zu viele Leute. Es sind noch zwei Freunde, die dann da sitzen, der eine die ganze Zeit am Rauchen und der andere am Cornflakes essen, die haben auch nichts beigetragen, waren auch nicht so witzig. Das heißt, selbst die hatte ich jetzt schon vergessen. Also es sind einfach so viele Leute dann da, so viele Pärchen, das reichte einfach.
Ist auch wenn der Film nur 60 Minuten geht. Ich kann verstehen, ja, mein Kumpel Simon hat gesagt, er fand den Film damals doof, er war zu anstrengend für ihn zu gucken. Ich kann schon verstehen, wenn er dann, wenn ein Film sich zu lang anfühlt, obwohl er nur eine Stunde geht, dann hat er was falsch gemacht. Ne, ist bei Sturmgewehr damals auch gewesen, ne? Zweite Folge, Akte Gore, der ging auch nur eine Stunde und hat sich gezogen wie Kaugummi, weil halt sonst nichts weiter passiert. Da waren nicht zu viele Charaktere, da war einfach zu viel Leerlauf. So, und wie gesagt, hier sind es zu viel, man hätte sich auf die anderen Paare fixieren können und das hätte gereicht. So, dann hätte der Film, dann wäre vielleicht nur eine Dreiviertelstunde gegangen, hätte aber gereicht, das hätte dem Film gut getan. Entweder ein bisschen mehr Qualität zu bieten bei den anderen Szenen oder wenigstens die anderen noch rauszunehmen. Ja, wie gesagt, Splatter darf man nicht so viel erwarten. Diese zwei Sachen, die ich gesagt hatte, das ist im Grunde schon das ganze Blut. Deshalb, also ich habe ganz früh in meinen Videos hier Gore-Punkte vergeben. Da würde der Film ganz wenig bekommen, vielleicht 5 oder 6, weil er einfach sonst nichts hat. Er suggeriert nur, sehr blutig zu sein. Er ist halt das, was der Film verspricht. Ein Film bekloppt und durchgeknallt. Was ich da aber wirklich äußerst, mit äußerstem Ausdruck positiv anmerken muss. Dafür, dass es Amateur ist. Gut, es ist ja bewusst auch so bekloppt gemacht. Vielleicht fällt es dadurch nicht auf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da an Filme von Jochen Taubert denke, oder von Andreas Schnaas oder noch von ein paar anderen. Immer wenn es um Amateursplitter geht, dann gibt es eine Sache, die mich meistens stört, und das sind Schauspieler. Weil die meistens so stümperhaft und dilettantisch sind, auch vom, oder auch beim Sturmgewehr, auch die Art, wie die reden, wie die ihren Text aufsagen, das ist einfach nur schlimm meistens in solchen Filmen. Hier ist es aber so, ich kaufe denen das eigentlich ab. Dass die beiden da am Anfang sitzen und sich einpicheln und dann da wie besoffen da rumeiern, das ist einfach ultra glaubhaft gemacht. Ich habe das nicht als Schauspiel angesehen, tatsächlich. Und auch wenn die anderen natürlich total dumme Verkleidung und so weiter, und klar, dass der sich da als Omi verkleidet hat und dass die nicht richtig zuschlagen, ja, das ist alles so auf dumm gemacht. Aber sie spielen es nicht so dumm, wie man es erwarten würde. Da kommt keiner und sagt, ja, Elsbeth, und jetzt hau ich dir mal eine rein. Nein, so machen die das nicht. Das ist nicht typisch für einen Amateurfilm, nicht diese typisch schlechte Schauspielqualität. Es kann sein, dass einem das nicht gefällt, was die machen. Und dass man sagt, ja, im Grunde tun die nichts anderes, als die ganze Zeit Alkohol und Drogen zu sich zu nehmen und da rumzulachen. Klar. Und auch der, wo ich da hier gesagt hatte, der so aussieht wie Bülent Ceylan, nein, wie Conchita Wurst da und dann der andere, die sich da irgendwie den Drano da reinzimmern, ja, auch das. Aber das wirkt, als wenn man bei so einem Dschungelcamp-Interview wäre. Und wie gesagt, es, auch wenn es total bekloppt ist, es kommt irgendwie nicht gespielt rüber. Und auch von, ganz ehrlich, auch von Psycho Productions. Ja, die machen auch tolle Filme, super Filme machen die. Aber auch dort teilweise der Dialog, wie er gesprochen wird, wie es rüberkommt, wie die Leute sich bewegen und wie sie handeln, das ist nicht natürlich. Das wirkt einfach, als hätten die den ganzen Tag einen Stock im Arsch. So, bei diesem Film nicht. Das ist mir wirklich so extrem positiv aufgefallen bei diesem Film, dass ich es einfach denen abnehme und dass sie mit so viel Herzblut dabei waren, dass ich einfach nur loben kann. Weil ich das so gut wie nie gesehen habe. In einem Amateurfilm so gute Qualität. Ne? Also dann muss man schon irgendwie teurere Olaf Wittenbach-Filme anschauen oder andere teure Produktionen, wo man sagt, die konnten sich auch mal ein, zwei vernünftige Schauspieler leisten, wo wir dann was haben. Ne? Aber sowas wie, was weiß ich, Chain Reaction und alles, was danach kam. Aber das hier, muss ich sagen, die haben sich Mühe gegeben. Und ich glaube, das ist auch genau der Film, so wie die den haben wollten. Effekte sahen für das, was es ist, für 0 Euro oder Mark, damals noch Budget, nee, Mark nicht, 2007, da gab es schon Euro, also wie gesagt, war in Ordnung, ne? Humor war drin, ist nicht jedermanns Sache, ganz klar, mit Logik oder so darf man da nicht kommen, es ist halt wirklich, als würde man die YouTube-Shorts und irgendwelchen bekloppten Tasten hier anschauen. Ja, als würde man da irgendwelche Ups-die-Pannen-Show-Clips anschauen oder sonst was. Also wie gesagt, die trinken eigentlich die ganze Zeit nur und machen sonst was. Und hier, da oben, da, das sind die
wie ich meinte da eben, diese ersten beiden, die mich immer so an Opas erinnert haben, die da so nur am Saufen sind. Und es ist so gut gemacht eigentlich von denen, so glaubhaft. Nicht, dass es irgendwie spannend ist oder so, aber es ist einfach so natürlich gespielt. Und das fand ich einfach so toll an dem Film. Ansonsten, und hier, das sind die, wo ich eben sagte, mit den Reinigern, ne? Ja, aber ansonsten hat der Film natürlich auch sonst nicht so viel zu bieten. Ne? Man kann ihn jetzt auch nicht in den Himmel hochloben. Man muss immer noch überlegen, okay, es ist einfach ein stümperhaft gemachter Amateurfilm. Wie gesagt, überall in den Wohnungen der Großeltern wahrscheinlich gedreht. Man merkt einfach Privatwohnungen, da hängen auch mal Bilder an den Wänden von Leuten, die man sonst nie im Bild sieht und sonst was. Und das ist einfach so, die brauchten halt immer eine Location zum Drehen. Ist, denke ich mal, klar. Es ist eine Hommage auch an alte Horrorfilme, durch die Szenen, wie erzählt wurde, durch die Ausstattung oder durch die Filmplakate, die dann da hängen, ganz klar. Es ist eine kleine Liebeserklärung an das Horrorgenre. Und ich denke mal, als das sollte man den Film auch anschauen und auch bewerten. Und wer da 3 Punkte auf Schnittberichte nur gibt, der hat meiner Meinung nach die Intention und die Aussage dieses Films nicht verstanden. Natürlich ist das kein 10-von-10 Film, natürlich. Aber ich würde sagen, dass hier 5 bis 6 Punkte in einem allgemeinen Filmbewertungsmaßstab doch schon mindestens angebracht werden, weil der Film einfach, er kann es nicht besser, er will es aber auch nicht besser, weil er das sein möchte, was er ist. Eine Amateur-Trash-Perle, eine kleine Hommage-Liebeserklärung, wie ich sagte, an den Horrorfilm, und als das sollte man ihn dann auch ernst nehmen. Das soll es heute gewesen sein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich weiß nicht genau, ob Akte Gurr nun wieder wöchentlich kommt. Wir werden das sehen. Ich würde mich jedenfalls freuen, sobald die nächste Folge kommt, dass ihr wieder einschaltet. Verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, und auch von mir dann ein herzliches Auf Wiedersehen. Martin, ich hatte gesagt, du verabschiedest dich nicht von den Zuschauern. Das wird rausgeschnitten, ich sag dir das.